Hallo, liebe Eltern, und ein liebes Hallo an alle da draußen, die sich wieder mal opfern, um den Schuhwidu-YouTube-Kanal ein paar Minuten ihrer kostbaren Zeit zu widmen. Sie werden ja wahrscheinlich, wenn Sie als Elternteil schon mal unterwegs gewesen sind, sich gefragt haben, warum es Preisunterschiede zwischen den einzelnen Schuhlieferanten gibt oder sagen wir mal den Orten, wo Schuhe angeboten werden. Weil da gibt es ja die sogenannten Discounter bzw. die Supermärkte, die auch irgendwo in den Wochenangeboten fast immer ein Angebot für Kinderschuhe mit enthalten, die natürlich weitaus unter der normal üblichen Preislage liegen, die Sie jetzt zum Beispiel im Fachgeschäft löhnen müssten. Ja, dann gibt es natürlich noch die sogenannten Fachmärkte, die zwar auch ein breites Angebot anbieten, die aber trotzdem auch noch nicht an die Preislage heranreichen, die wir hier im Fachgeschäft mit anbieten oder die wir generell in fast allen Fachgeschäften ja haben. Und diese Preissprünge muss man sich einfach auch mal verdeutlichen oder ich lege es Ihnen nahe, erkläre es Ihnen, woher das resultiert. Das heißt, ich habe natürlich neben der Höherwertigkeit der Ware natürlich auch noch ein ganz anderes Kostenumfeld bei einem Fachgeschäft dazu. Das heißt, hier legen wir Wert auf ausgebildetes Personal, auf eine fundierte Beratung mit ordentlichem Fachwissen dahinter. Und deswegen widmen wir uns auch nicht immer 10 Kunden auf einmal, sondern nur einer begrenzten Anzahl. Das bedeutet, je mehr ich am Personal spare, auch an der Ausbildung des Personals spare, je mehr Kunden ich natürlich bediene, desto preiswerter wird natürlich auch die Ware. Habe ich zum Beispiel nur jemanden an der Kasse sitzen und sie packen alles nur im Selbstbedienungsmanier in den Wagen, dann haben sie natürlich so gut wie gar keine Beratung. Oder ich sage mal so, es gibt keine Beratung. Die ist natürlich auch gar nicht gewollt. Und genauso ist es auch bei vielen großen Schuhmärkten, die eigentlich bloß darauf ausgerichtet, Selbstbedienung und natürlich eben halt so wenig Beratung als möglich, aber bitte Geld da lassen, lieber Kunde. So, das ist natürlich auch noch mit das Hauptaugenmerk, das heißt also die Kosten einerseits, die im Hintergrund laufen und dann natürlich, ich sage mal, die Kosten, die die Schuhe selber verursachen. Dazu nehme ich jetzt mal einen unseren sehr bekannten Lieferanten und versuche es Ihnen mal hier so praktisch als möglich zu demonstrieren, warum der Schuh eben halt keine 40 Euro kostet, sondern in dem Falle das Doppelte. Erstens mal haben wir es hier mit einem Lieferanten zu tun, der wirklich auch auf verschiedene Weiten setzt. Das heißt, es ist meistens auch schon für den Laien erkennbar an der unterschiedlichen Sohle, auf der unterschiedlichen Auftrittsbreite eines Modells. Zum anderen ist es natürlich so, dass wir hier, das ist mal ein wirklich super Lieferant für Kinderschuhe in Barfußausführung, dass wir natürlich hier eine Flexibilität im Schuh haben, die es bei anderen preiswerten Modellen natürlich nicht gibt. Damit schließe ich jetzt aber nicht andere klassische Kinderschuhe mit aus, die auch von reinen Kinderschuhlieferanten angeboten werden. Da gibt es sehr, sehr viele. Wie zum Beispiel Superfit, Ricosta, Richter und so weiter und so fort. So, aber ich habe mir jetzt bewusst mal einen Barfußschuhanbieter genommen, um das nochmal zu verdeutlichen. Also ich sage mal, ich glaube kaum, dass Sie diese Bewegung mit dieser großen Drehung bei einem Schuh machen können, den Sie bei Chibo, beim Supermarkt, beim Aldi, beim Netto oder so weiter erwerben können. Zum anderen kommt natürlich noch mit dazu, hier wird immer auf Leder gesetzt. Es gibt natürlich auch vegane Modelle, die spielen jetzt aber in meiner Ausführung jetzt mal keine Rolle, weil auch die sind dann wieder von der Wertigkeit der Ausführung fast in derselben Preislage, auch wenn es sich nicht um Lederschuhe handelt. Aber es geht natürlich immer um die Qualität. Da wird also nicht irgendwo ein Faden- oder Jutestoff genommen, sondern nein, da wird geprüft auf Inhaltsstoffe. Der wird auf Bioqualität geprüft. Wie ist er hergestellt? Wie wird er verarbeitet? Wie weit ist die Schadstoffbelastung? Glauben Sie, dass das bei einem Schuh für 19,95 Euro der Fall ist? Nämlich nicht. Also, hier ist immer, muss ich wirklich sagen,
der Verbraucher auf der sicheren Seite, wenn es um gute, auf passformgerechte und auf qualitätshohe, also mit einer hohen Qualität hergestellten Schuhe geht. Ganz einfach. Ich kann an vielen sparen, ich kann am Material sparen, ich kann an der Verarbeitung sparen. Mildert irgendwo den Preis. Aber sobald ich an der Qualität spare, senkt das noch mehr den Preis. Das heißt, auch hier wieder muss ich natürlich sagen, die Qualität der Lieferanten spielt auch damit eine enorme große Rolle bei der Kostenerstellung. Und ich denke mal, dadurch, dass uns ja unsere Füßchen ein Leben lang tragen sollten, sollte uns dieser kleine Mehraufwand ja doch mal wert sein. Ich weiß, dann kommt schon wieder der Aufschrei, die Kinderschuhe werden ja nicht lange getragen. Aber, wende ich ein, so ein Kinderschuh muss das in 2, 3, 4, 5 Monaten aushalten, was ein Erwachsenenschuh innerhalb von 2 Jahren durch Beanspruchung aushalten muss. So, und erst dann muss ich natürlich sagen, dann zeigt sich natürlich die Qualität der Schuhe. In der Verarbeitung, in der Qualität, in der Machart, in der Passform. Wenn Sie das von Ihrem gekauften Modell auch behaupten können, dann sind Sie auf der richtigen Seite. Ansonsten würde sich natürlich mal der vergleichende Einkauf in einem Fachgeschäft auf jeden Fall mal lohnen, damit man den Unterschied mal feststellt. Ihr seht, ist alles gar nicht immer so einfach, wie sich das immer so anschaut oder wie sich das so anfühlt oder wie man es durch Hörensagen, oh, teure Schuhe, ob ich denn mir das leisten kann. Nein, man muss die einzelnen Komponenten gegenüber abwägen und sagen, jawohl, entweder mir sind es die Füße wert, ich mache das, ich setze auf Qualität, ich setze auf gute Verarbeitung und ich setze auf eine hochwertige Passform, na dann habe ich doch da den richtigen Griff getan. Bis zum nächsten Mal. Ich würde mich freuen und dann sehen wir uns gerne wieder.